So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, das hat mir die Augen geöffnet. Ich möchte gerne mit euch über Vorkommnisse reden, die euch ja die Augen geöffnet haben. Vielleicht habt ihr euren Liebsten oder eure Liebste plötzlich in einem ganz anderen Licht gesehen, nachdem irgendetwas vorgefallen ist. Oder durch irgendeinen Umstand ist vielleicht das Doppelleben eures Partners herausgekommen und danach seht oder habt ihr ihn in einem anderen Licht gesehen. Oder vielleicht hattet ihr mal eine schwere Krankheit oder einen schlimmen Unfall und habt danach euer Leben ganz anders gesehen. Vielleicht auch andere Menschen. Oder vielleicht war sogar einer von euch schon mal auf einer Pilgerreise, so etwas wie Hape Kerkeling es gemacht hat. Und ich glaube, dass man danach auch mit einer anderen Sicht der Dinge zurückkehrt. Also, das hat mir die Augen geöffnet. Das ist unser Thema. Ich bin sehr gespannt, was ihr erzählen werdet. Unsere Telefonnummer, wie immer kostenfrei für euch, 0800 220 50 50 oder mailt ganz einfach domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail schreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. So, der erste Anrufer heute Nacht ist der Michael und Michael ist 32. Hallo Michael. Ja, hallo. Hallo Michael. Wir haben uns schon mal gesprochen. Aha. Ja, das war schon ein paar Jahre zurück. Ja. Und zwar ging es da um die Zahnarztangst. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das kann schon sein, da waren schon viele Leute, die mit mir drüber gesprochen haben. Ach so. Und unser Thema heißt ja heute, das hat mir die Augen geöffnet. Ja, das hat mir die Augen, ja, du hast mir die Augen geöffnet. Ich habe dir die Augen geöffnet. Ja, sicher. Erzähl, was ist denn, also du hast angerufen wegen Zahnarztangst damals? Ja. Und zwar war ich 10 Jahre nicht beim Zahnarzt. Das ist sehr schlimm. Das war sehr schlimm. Ja, das ist sehr schlimm. Ja. Vor allen Dingen, weil ich bei Kunden gearbeitet habe. Ich bin Elektroinstallateur. Ja. Und da weißt du ja, da muss man mal halt mal manchmal mit Kunden reden und so weiter und so fort. Sind die Zähne und ein ordentlicher Mund super wichtig? Ja, naja, ja. Das hast du mir damals auch gesagt. Ja. Ja, und inwiefern habe ich dir die Augen geöffnet? Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich bin da ein bisschen schüchtern. Nee, du hast gesagt, ich hätte dir die Augen geöffnet. Inwiefern? Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ob ich du sagen kann. Ja, natürlich. Ich tue es sicher auch. Ja, ja klar, super, sicher. Ja, nee, du hast mir damals die Augen geöffnet. Du hast mir damals sogar eine Internetadresse von deinem Redaktionsteam gegeben, also geben lassen. www.zahnarztangst.de, sowas. Ganz genau, ja, das gibt es ja. Und ja, da habe ich mal rumgeklickt und den entsprechenden Arzt in Köln gefunden. Ehrlich, du bist dann danach zum Zahnarzt gegangen? Ja. Nach 10 Jahren? Ja. Das ist eine schöne Rückmeldung, da freue ich mich sehr. Danke. Da freue ich mich wirklich sehr, das ist toll. Ich freue mich überhaupt immer, wenn Rückmeldungen von euch kommen. Ja, so, dann warst du damals nach 10 Jahren das erste Mal beim Zahnarzt. Ja. Wie ging denn das dann? Du hattest so große Angst vorm Zahnarzt. Erzähl doch mal vielleicht für die Leute, die auch Angst vorm Zahnarzt haben, wie das dann bei einem Zahnarzt vor sich geht, der sich auf solche Patienten auch unter anderem spezialisiert hat. Das ist ziemlich schwierig zu erklären. Also ich glaube, da müsste ich Psychologe sein. Das heißt, der hat das sehr geschickt gemacht. Ja, ich glaube, das ist diplomatisch gemacht. Ah. Auf jeden Fall war es dann... Also es ist so, es gibt bestimmte Behandlungen, also die meisten kennen das halt mit einer Spritze, die dann gegeben wird. Und es gibt aber auch andere Behandlungsmöglichkeiten, von wegen berühmte Lachgas. Ja, also der hat das ganz vorsichtig gemacht bei dir. Ja, sehr vorsichtig. Das ist so vorsichtig, dass also, du keine Angst hast. Sehr vorsichtig. Also, der ist wirklich, also wie ein Psychologe ist er drangegangen. Super. Musste denn sehr viel dann, wahrscheinlich sehr viel im Mund gemacht werden, ne? Nach 10 Jahren Pause? Ja, also über 2 Jahre. Über 2 Jahre hat die Behandlung gedauert? Über 2 Jahre. Aber dann hast du jetzt wahrscheinlich ein Hollywood-Gebiss, oder? Ja, die sind gebleicht worden, die sind entwurzelt worden, die sind... Keine Ahnung. Wie ist das denn jetzt? Ist die Angst komplett weg? Heißt das, du kannst jetzt zu diesem Arzt immer wieder gehen? Ja. 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 Ja, das ist doch wunderbar. Und das machst du auch regelmäßig dann nachgucken? Das mache ich jetzt seit einem halben Jahr, also seit über einem halben Jahr. Ja. Seit fast einem Jahr, 8 Monate ist das jetzt, gehe ich auch regelmäßig hin, so dass die Zähne auch nicht mehr verfault sind, sag ich mal, klar, wie sie früher waren. Und kannst wahrscheinlich jetzt auch ganz entspannt lachen,
Und musst nicht deine Zähne verstecken, ne? Das ja, machen ja die meisten Leute. Ich wollte gerade sagen. Ja. Also ich kann wieder richtig, richtig gut lachen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich damals mit dir gesprochen habe, ja, da konnte, da hatte ich so ein verhaltenes Lachen. Also ja. So ein Lachen, dem ich den Kunden dann, wie soll ich das sagen? Auf Distanz gebracht habe. Ja, auf Distanz und dann so ein verspieltes Lachen. Verstehe. Also wie man das von den Models kennt oder so. Zähne nicht aufmachen oder so. Michael, das ist eine sehr schöne Rückmeldung. Das freut mich sehr. Und toll, dass das so geklappt hat. Und ja, jetzt habe ich da auch keine Sorge, dass das weiterhin gut laufen wird. Und du, ja, aber ich danke super der Redaktion und ich danke dir wirklich, dass das wirklich mal geklappt hat. Ich freue mich. Die Rückmeldung. Ja, ich freue mich wirklich. Weil du hast damals mal gesagt, ich sollte mal eine Rückmeldung machen und ich habe das von einem halben Jahr schon mal probiert und das hat nicht geklappt. Jetzt hat es geklappt. Lieber Michael, ich danke dir herzlich und alles Gute weiterhin. Ja, super, vielen Dank. Tschüss. Ich wünsche alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, Michael, tschüss. Ja, ihr Lieben, unser Thema heißt, das hat mir die Augen geöffnet. Ich möchte gerne mit euch über Vorkommnisse, Ereignisse in eurem Leben reden, die euch die Augen geöffnet haben. Seitdem seht ihr vielleicht einen Menschen ganz anders. Seitdem betrachtet ihr euer Leben ganz anders. Oder ihr seht vielleicht auch das Leben anderer Menschen ganz anders. Vielleicht habt ihr früher härter geurteilt und aufgrund einer Begebenheit seid ihr milder. Oder auch umgekehrt. Vielleicht wart ihr früher jemand sehr wohlgesonnen und dann ist was passiert. Das hat euch die Augen geöffnet. Und seitdem seht ihr diesen Menschen in einem ganz anderen Licht. 0800 220 50 50. Judith ist hier und Judith ist 26 Jahre alt. Hallo Judith. Hallo. Hallo. Das hat dir die Augen geöffnet. Um was geht's? Ja, um eine Pilgerreise. Ach, du hast eine Pilgerreise gemacht. Ja, also ich habe den klassischen Jakobsweg zumindest angefangen. Also ich bin 70 Kilometer gegangen. Immerhin. Ja. Der ist, ich glaube, wie lange ist er? 600 Kilometer, ne? Oder? Nee, 850 ungefähr. Genau, so war es. Es war 800. Ungefähr. Ja, und also ich bin im März gegangen und das ist eigentlich nicht das perfekte Wetter für eine Pilgerreise. Stimmt. Man muss ja durch die Pyrenäen am Anfang durch, ne? Richtig. Ja. Ich muss sagen, also da war das Wetter sogar top. Hätte es nämlich geregnet, wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr. Aber ich habe in den Pyrenäen wirklich einen Sonnenbrand gekriegt. Hm. Und was ja. Hast du gerade gesagt? Hätte es nicht geregnet, dann wäre ich nicht mehr, oder? Nein, ich meine, Entschuldigung. Ja, ich bin etwas aufgeregt. Ich denke mal, also hätte es da geregnet, ja, wäre ich wahrscheinlich ach so, nicht mehr. Ach so. Weil das in den Bergen doch ziemlich schwierig wird. Mhm. Und besonders, wenn man eben nicht so gut körperlich vorbereitet ist. Das glaube ich, das glaube ich. Und dann so wirklich um jeden Schritt mit sich kämpfen muss. Ja, wann hast du das gemacht? Ja, Anfang März. Also in diesem Jahr? In diesem Jahr, ach so, genau. Hast du als Vorbereitung das Buch von Habe Kerkeling gelesen? Ja, natürlich. Ich habe das gelesen, dann habe ich einen historischen Roman gelesen, Die Pilgerin von Ini Lorenz. Es gibt ganz viel Literatur über den Jakobsweg. Richtig. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ohne einen eigenen Reiseführer losgegangen. Ja. Also das war eigentlich Wahnsinn. Ich habe mir aus dem Kerkeling-Buch die grobe Skizze abgemalt. War denn das Kerkeling-Buch auch, hat dich das letztendlich motiviert, das zu machen, oder hattest du das immer schon mal vor, so etwas zu tun? Nein, also ich hatte immer schon mal vor, irgendwas Besonderes zu machen. Mhm. Aus irgendeinem Grund habe ich bis jetzt noch nie einen Auslandsaufenthalt gemacht. Mhm. Also ich hatte wohl immer zu viel Angst, Heimweh zu bekommen. Und das war jetzt mal fällig. Also es war irgendwie eine Prise Abenteuerlust gepaart mit Ratsuche sozusagen, mhm. Sinnsuche. Mhm. Bist du ein gläubiger Mensch? Ja, also ich glaube an Gott, aber ich bin also eine nicht praktizierende Katholikin. Ja. Aber ja. Ich bin ganz überzeugt davon, dass da oben was ist. Ja. Aber du hast es ja gerade auch schon angedeutet, auf der Suche nach Sinn. Die meisten Menschen, die so etwas tun, haben ja irgendwie eine Krise gerade bewältigt oder ein schlimmes Ereignis erfahren oder fühlen sich ausgebrannt und entleert. War bei dir etwas vorgefallen vorher oder hatte sich das so summiert allmählich?
Ja, genau, das hat sich so summiert. Ja, im Grunde seit 2000, seit ich die Schule verlassen habe, eben völlig ohne Plan. Mhm. Also ich habe so gedacht, ja, ich werde Schauspielerin. Dann habe ich eine Prüfung gemacht, noch nicht mal meine Texte richtig auswendig gelernt und dann konnte das natürlich nichts werden. Mhm. Und so ging es dann irgendwie weiter. Also Studium, ja, da war ich am Anfang noch ganz gut dabei, doch dann bin ich nicht mehr zur Uni gegangen. Dann habe ich eine halbe Ausbildung gemacht, anderthalb Jahre. Also alles ist irgendwie so unbefriedigt geendet und da warst du an einem Punkt, wo du gedacht hast, jetzt muss ich mal irgendwie in mich gehen und dann gehe ich mal einen berühmten Pilgerwert, Weg. Ja, so ungefähr. Du bist alleine gegangen, ne? Du bist alleine gegangen. Ja, ich bin alleine gegangen. Ja. Wie lange hast du für die 70 Kilometer gebraucht? 5 Tage ungefähr. Das ist ja noch nicht so sehr viel. Nee. Machen 5 Tage auch schon etwas mit einem? Es kommt eben nicht auf die Zeit an, sondern wie man diese Zeit nutzt. Hast du sie genutzt? Ja, also ich war eben sozusagen mit den Elementen allein. Mhm. Ne, also es hat, ich sag mal, 3,5 von 5 Tagen hat es geregnet. Mhm. Ich wurde einmal komplett nass. Mhm. Ich bin aber nicht dran gestorben, sondern ich bin dann in ein sogenanntes Casa Rural gegangen. Und das ist eine Art Hotel oder eine Pension. Mhm. Hab mich komplett trocknen lassen, 13 Stunden geschlafen. Mhm. Also, was würdest du denn sagen, was dir jetzt diese kleine Pilgerreise gebracht hat? Hat es dir was gebracht? Ja, auf jeden Fall. Und was hat es gebracht? Also, ich bin sehr theoretisch. Ich habe für praktische Sachen irgendwie kein Händchen. Mhm. Und auf dieser Reise musste ich aber geschickt gehen teilweise, weil der Weg doch sehr steinig ist. Mhm. Also wenn ich dann hingefallen wäre, dann wäre eben alles nass gewesen. Und das heißt, ich musste komplett meine Gedanken ausschalten. Mhm. Ja, wie Kerkeling das auch einmal geschafft hat. Mhm. Kannst du denn aus dem, was du da dann getan hast und gelernt hast, kannst du was mit in deinen Alltag jetzt hineinnehmen? Ja, das ist also... Es sind viele nützliche Kleinigkeiten. Also erstmal habe ich auf der Reise mindestens 8 Liter am Tag getrunken. Mhm, weil man sehr viel trinken muss, wenn man so wandert und man schwitzt es ja wieder aus. Und ja, genau. Mhm. Und ich habe eben sehr wenig gegessen und das kenne ich von mir nicht. Mhm. Also deswegen habe ich habe auf der Reise auch 2 Kilo mindestens abgenommen, mhm, was eben auch ein Ziel war für mich. Ja, und dann habe ich eben... gelernt, dass es eben wichtig ist, mit anderen Menschen umzugehen und andere Menschen auch, ja, menschlich zu behandeln, weil ich war immer sehr egoistisch. Das hast du quasi in der Stille gelernt. Ja, in der Stille, genau. Ist ja interessant, ne? Du hast es nicht mit Menschen gelernt, sondern in der Stille, mit dir alleine. Nein, man trifft ja immer wieder Leute. Ich bin auch teilweise mit Deutschen gelaufen, allerdings da ich sehr langsam gegangen bin und die anderen sehr gut durchtrainiert waren, war ich dann doch wieder einen großen Teil der Zeit allein. Aber also ganz allein ist man da nie. Ja, das konnte man in dem Buch von Harpe auch lesen. Warum hast du eigentlich dann so relativ früh abgebrochen? Ja, ja, das waren 3 Punkte. Also mir haben ein paar wichtige Ausrüstungsgegenstände gefehlt. Zum Beispiel? Ein Ganzkörperregenschutz zum Beispiel. Sollte man haben, in der Tat, ja. Ja. Sehr gutes Schuhwerk sollte man haben. Genau, und ich hatte eben, naja, nur so mittelmäßiges Schuhwerk. Das war eben schon etwas ausgelatscht. Und irgendwann ist es eben komplett nass geworden. Und danach haben die Füße doch wirklich sehr geschmerzt. Das war schlecht. Ja, und dann war ich, nach diesen 5 Tagen war ich dann wirklich ganz alleine. Und ich bin ein Mensch ohne Orientierungssinn. Mhm. Ich hatte dann zwar meine Karte, aber weiß ich nicht. Ich habe dann einfach die Herberge in der Stadt, in der ich war, Esteia heißt das, habe ich nicht gefunden. Und ja, und das Dritte war, ich habe meinen Freund vermisst, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können. Was ja ein schönes Kompliment für den Freund ist. Ja. Also die Liebe war es, die dich zurückgeholt hat und einfach so praktische Sachen, weil die Schuhe und das Regenkipp nicht da waren. Würdest du es nochmal machen?
Ja, natürlich. Ich muss es auf jeden Fall zu Ende machen, weil eine Woche ist eben nur eine Woche. Genau, vielleicht kann man das ja so sehen, das war ein erster Versuch. Ja. Und der ist schon ganz gut gelungen. Ja. Und für manche großen Sachen braucht man mehrere Versuche. Ja, genau. Ja? Und wer weiß, wenn du die 800 Kilometer gelaufen bist, was ich ja wahnsinnig finde, wenn das jemand schafft. Da ist man ja auch wochenlang unterwegs. Ja. Ich glaube, dass man wirklich als anderer Mensch wieder zurückkommt. Ja. Und wenn du das jemals gemacht haben solltest, werden wir beide uns aber hundertprozentig nochmal unterhalten. Abgemacht? Ja, darf ich noch eine Sache sagen? Ja, natürlich, klar. Und zwar schreibe ich seit 2003 hobbymäßig, aber im letzten Jahr, in dem es mir, naja, also dreckig ging, habe ich das wirklich nicht mehr getan. Ich konnte, ich weiß nicht, ich hatte da kein Interesse dran und hatte es aber die ganze Zeit im Hinterkopf, dass es das ist, was ich tun will. Und das hat mich auf dem Weg auch vorangetrieben. Ich hab wirklich geschrien, ich will Schriftstellerin werden, ich will Schriftstellerin werden in der Wildnis. Und jetzt tatsächlich kommt endlich meine erste Geschichte raus in einem Märchenbuch, das große mystische Märchenbuch vom Intrag Verlag. Also ja, jetzt haben wir noch gleich ein bisschen Werbung gemacht für dich. Also gut, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat bei dir. Ja, okay. Und wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen, wenn du es nochmal machst, wirklich. Ja, im September hoffe ich. Ach so, so klar ist es schon geplant. Ich hoffe es. Ach super. Ja, aber dann ganz im Ernst, dann lass uns mal, wenn du zurückkommst, nochmal miteinander in Kontakt treten. Ja. Mail uns bitte und dann würde ich gerne mit dir nochmal sprechen, wenn du es alles gemacht hast. Okay. Alles Gute wünsche ich dir, alles Liebe. Okay. Tschüss. Das hat mir die Augen geöffnet. Was in eurem Leben hat euch schon einmal die Augen geöffnet über einen Menschen oder über eine Sache, dass ihr dadurch ganz anders gedacht habt, als ihr vielleicht vorher die Dinge beurteilt habt? 0800 220 50 50. Hier ist Silke. Silke ist 42 Jahre alt. Hallo Silke. Ja, hallo Domian. Hallo Silke. Was hat dir die Augen geöffnet? Mir hat die Augen geöffnet durch meine Krankheit, dass mein Mann nicht der richtige Mensch ist für mein weiteres Leben. Was hast du für eine Krankheit? Ich habe Krebs. Ja, seit wann schon? Seit 2006, seit dem 7. März. Wann jetzt? Was für ein Krebs ist das? Das ist ein Liposarkom, ein Fettgeschwulst, das sich über mein Knie gesetzt hat. Mhm. Und ich bin falsch operiert worden am Anfang und haben halt nur gesagt, das ist ein Fettgeschwulst, das nehmen sie mir mal gerade raus. Und eine Woche später haben sie mir halt gesagt, dass es ein sehr aggressiver Krebs ist. Mhm. Und dann fing meine Tortur eigentlich an und ja. Wie geht es dir denn körperlich heute? Ich bin jetzt gerade erst wieder aus dem Krankenhaus gekommen und jetzt war der letzte OP und jetzt muss ich noch dreimal Chemo machen. Ja. Und dann hoffe ich, dass das ein Ende nimmt und dass ich wieder ein bisschen zurückkomme in mein Leben. Aber hat dein Bein, dein Knie erhalten können? Ja, weil ich bin extra in eine Spezialklinik nach München gekommen. Mhm. Und wenn ich das nicht gemacht hätte in meinem Wohnort, hätten sie mir mein Bein abgenommen. Mhm. Jetzt sagst du, die Krankheit hat dir die Augen geöffnet, dass dein Mann gar nicht der richtige Mann ist. Nein. Warum? Ja, es fing eigentlich damit an, dass er ja eigentlich schon von Anfang an in unserer Beziehung immer so nie seine Liebe mir gegenüber zeigen konnte und mich nicht in den Arm nehmen konnte und so. Wie lange dauert denn die Beziehung schon? 11,5 Jahre. Ja. Also hatte ich nie so in den Arm nehmen können. Selbst am Anfang, so in der ersten Verliebtheitsphase, auch da nicht. Nein, aber ich habe das halt immer so hingenommen und ich bin eigentlich ein sehr herzlicher Mensch und ich habe gedacht, gut. Er ist so. Halt so, aber er ist halt ruhig, er ist mein ruhiger Pol und ich habe ihn über alles geliebt. Mhm. Und ich habe auch immer so bei Freunden, wenn sie gesagt haben, er spricht ja nicht viel, ich habe immer gesagt, lasst ihn so, wie er ist halt so, er ist ein Zuhörer und... Ja. Und das hat mich halt sehr verletzt, dass er jetzt so mit mir umgegangen ist. So, ja, wie ist er mit dir umgegangen jetzt, nachdem du so schwer erkrankt worden warst? Er hat mich, ich bin eine Zeit, wie ich aus Münster kam, nach dem zweiten großen OP konnte ich halt nicht richtig laufen. Mhm. Und er hat dann irgendwann gesagt, ich nerve ihn, er liebt mich nicht mehr. Das hat er gesagt, nachdem du schwer angeschlagen aus der Klinik kamst? Er hat mich angeschrien, weil ich gesagt habe, er sollte doch mal bitte aufräumen. Und das war alles zu viel für ihn. Hat er dich denn im Krankenhaus regelmäßig besucht? Das hat er aber halt auch sehr nur so... So zwanghaft. Also so, ja. weil man es halt macht. Genau so. Ich denke, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war es halt einfach so, dass ihm keiner nachsagen konnte. Er besucht sie ja nicht mal. Mhm. Und richtig dramatisch wurde es dann, wie ich in der Reha war und ich eigentlich glücklich war, dass ich den Krebs besiegt habe. Ja. Und ich versucht habe, auf die Beine zu kommen und...
da hatte ich halt ein Problem mit Freunden, was ich halt geäußert habe, weil ich eigentlich mal sage, was ich denke. Und dann hat er mich nicht mehr besucht 5 Tage und hat mir Nachrichten geschickt, ich sollte mit meiner Einsamkeit klarkommen. Und also weil du dich bei ihm über Freunde... Ich habe mich bei meinen Freunden über die beschwert und er hat es mir halt in dem Sinne nachgetragen, dass er sich damit einbezogen gefühlt hat. Ach so. Ja, aber das war gar nicht so gemeint, oder wie? Nein, ich habe ihn nicht damit angesprochen, sondern die Freunde eigentlich. Ja. Aber er war da halt eingeladen und da war ein Pärchen, was ich halt nicht mochte und ich habe mich hintergangen gefühlt. Aber wenn man so lange krank ist, alle haben ihr Leben, nur ich hatte mein Leben ja nicht. Ne? Wie ist das denn jetzt im Moment? Bist du wieder zu Hause, sagst du? Ja. Wohnt ihr noch zusammen? Ja. Er ist auch jetzt nicht da und wir haben 4 Zimmer. Er hat seine 2 Zimmer, ich meine. Und die Situation und die Atmosphäre zwischen euch ist eisig? Ja, ich war jetzt, wie gesagt, 4 Wochen im Krankenhaus. Er kann also nicht von mir auf mich zukommen. Er ruft mich dann an, wenn ich gerade aus dem OP komme, was ich denn jetzt wollte, ob die Wohnung gekündigt wird. Und ich habe dann halt immer aufgelegt im Krankenhaus, weil ich ja jetzt erstmal gesund werden wollte und ich dann die Eheprobleme im Krankenhaus. Ja, eine Woche durfte ich nicht aufstehen. Ich lag an so einer PDA, ich habe Schmerzmittel gekriegt und er rief dann an und wollte Situationen erklären, die er hätte mit mir hier klären können, aber nicht nach meinem OP. Das heißt, er hat dich auch nicht richtig oder gar nicht besucht jetzt die letzten 4 Wochen? Nein. Hat dich nicht im Krankenhaus besucht? Nein, ich war ja in München und da hat er sich auch nicht weiter, denn er hat mir dann nur halt Nachrichten geschrieben, dass er gehört hätte, dass die eine gestorben wäre, so ungefähr, ja, so mal gucken, ob du das jetzt schaffst. Vor allen Dingen ist es ja zwischendurch, nachdem ich aus der Reha kam, war er einfach lieblos, er ist auch weggegangen und hat mich hier weinen lassen. Und da wollte ich das erste Mal schon die Scheidung einreichen. Da wollte er noch eine Chance haben und dann ist aber der Krebs halt zurückgekommen. Und dann bin ich halt durch die harte Schiene gegangen, ich hatte sehr lange Haare. Ich habe dann natürlich dann auch meine Haare und alles verloren. Ich bin selber Friseurin und das war für mich natürlich alles sehr schlimm. Und ich bin ja jetzt nicht mehr der Mensch, der ich war. Ist das denn jetzt, für dich ist es absolut klar, dass du dich von ihm trennen möchtest? Ja, es tut zwar weh, aber ich denke, wenn man Menschen so behandelt, der so krank geworden ist. Hast du ihm das denn auch so erklärt, warum du dich jetzt von ihm trennst und hast ihm sein Verhalten vorgehalten? Also ich habe ihm zu ihm gesagt, dass ich halt ihm das nicht verzeihen kann, was er mir jetzt angetan hat. Wie reagiert er denn darauf? Wie verteidigt er sich denn? Gar nichts. Er dreht mir eigentlich den Rücken zu und geht. Ja, er spricht auch nicht. Und das stelle ich mir sehr schlimm vor, wenn man so lange mit jemandem zusammen war. Gerade dann erwartet man ja, wenn es einem richtig dreckig geht, dass der andere zu einem hält. Aber dass man wie Pech und Schwefel zusammenhält auch. Vor allen Dingen war es für mich so, ich hatte überhaupt gar keinen Lebensmut. Ich habe dann eine mit 30 jetzt gestorben ist an Krebs und die hatte 2 Kinder und ich habe keine Kinder. Und ich habe eigentlich immer gedacht, ich hätte einen lieben Mann. Und wie ich jetzt das letzte Mal ins Krankenhaus musste und diesen OP vor mir hatte, habe ich eigentlich gesagt, ich möchte lieber sterben, ich habe keinen Sinn mehr in diesem für dieses Leben. Und der hat mich so weit gebracht, dass ich halt lieber sterben würde. Aber du bist nicht gestorben. Ja. Und du hast viele, viele schlimme Sachen jetzt schon geschafft. Ja. Das ist ja schon mal eine ganz tolle Sache. Und ich habe Gott sei Dank ganz viele, eine ganz liebe Mutter und viele Freunde, die auch alle zu mir stehen. Weil sonst würde ich das nicht schaffen. Ist denn ich habe halt auch so viel erlebt, dass diese Menschen alle, die Krebs haben, so liebe und tolle Menschen sind. Und man eigentlich so zusammenhält in dieser Krankheit. Und das sind fremde Menschen, die einfach zu einem sagen, ich habe dich lieb, Silke. Und mir eine Karte schicken mit Engelchen und mein eigener Mann. Ich eigentlich nur mit Füßen getreten in dieser Zeit. Und das zu erkennen, ist es für mich eigentlich das Schlimmste, dass ich diese Jahre, die ich für ihn geopfert habe, denn ich habe gesagt, wenn sie ihm beide Hände abgeschlagen hätten, ich hätte alles für ihn getan. Ich hätte das gar nicht gekannt, was er mit mir gemacht hat. Und das ist für mich halt so unvorstellbar. Ich glaube auch, dass das einen sehr erschüttert. Ja, da komme ich gar nicht mit klar. Aber andererseits wollen wir mal die Sachen jetzt mal auch positiv sehen. Positiv ist zu sehen, dass du sehr viele Schlachten gewonnen hast jetzt mit und in deiner Krankheit. Und ist es so, dass jetzt eine durchaus passable Chance da ist, dass du wieder richtig gesund wirst? Ich werde jetzt, also mein Bein wird ein bisschen behindert bleiben und es ist natürlich sehr viel Muskel entfernt worden und viel Fleisch, das ist eine Delle drin. Ich werde, wie gesagt, das hat mich auch, ich konnte keine Namen sehen und das musste ich auch lernen, jetzt mein Bein zu akzeptieren. Man hat mir auch noch die Kniescheibe rausgenommen, weil ich gefallen bin. Aber es könnte sein, dass du alles gut wird. So, das ist ein ganz großer Satz, finde ich. Ein ganz großer Satz.
Jetzt kann ich verstehen, dass dich das natürlich schon seit einiger Zeit umhaut, was dein Mann da mit dir gemacht hat. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und es ist eigentlich unbegreiflich, was er da tut. Ja. Aber sieh doch mal vielleicht jetzt auch die gewonnenen Kämpfe, die du jetzt vorzuweisen hast, eigentlich so als Neuanfang, dass du dir sagst, okay, da ist viel Schlimmes in der Vergangenheit gewesen, meine Krankheit und eben auch letztendlich das Verhalten meines Mannes und der Schmerz, der damit verbunden ist. Aber jetzt guck nach vorne. Du bist 42 Jahre alt, das ist ein tolles Alter, wo du nochmal durchstarten kannst und vielleicht ein ganz neues Leben beginnen kannst. Mhm. Natürlich wird die schlechte Erinnerung bleiben an den Mann, klar. Aber was nutzt es, sich jetzt die Gegenwart damit auch noch kaputt zu machen? Mhm. Ne? Gerade jetzt brauchst du ja Kräfte. Du musst ja auch dich psychisch stabilisieren. Du darfst dir Kraft geben. Ja. Deswegen musst du von dem Mann. Deswegen ist es sehr richtig, dass du von dem Mann weggehst, weil dieser Mann saugt dir deine Kräfte weg, weil du dich immer wieder ärgerst. Und wenn du dich ärgerst, er will mich auch fertig machen. Er schickt mir diese SMS. Dass eine gestorben ist, die ich kenne. Und furchtbar. Furchtbar. So mies. Also im Prinzip ist das Allerklügste, was du machen musst, so schnell wie möglich von dem Typ weg. Und aber das kann ich ja nicht. Warum nicht? Ja, weil ich ja halt, wie gesagt, diese Kündigungsfrist hier einhalten muss. Und die Wohnung, die ich habe, die wird jetzt erst zum, er sollte zum 1.8. ist aber Neubau und die werden jetzt erst zum 1.9. fertig. Ja. Und ich war ja, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, ziemlich auch angeschlagen, weil die ja so viel, die haben ja nicht nur den OP, auch gleich da wieder Chemo nachgemacht. Und aber ich war dann erst bei meiner Tante, weil ich das gar nicht sonst konnte. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kannst du es überbrücken mit vielen Besuchen bei Freunden und Verwandten. Aber es ist ja alles jetzt fest eingefädelt schon. Das ist gut. Ne? Das ist ja alles, es dauert zwar jetzt noch ein bisschen, aber nein, was ich nochmal sehr betonen möchte, ist, dieser Mann macht deine Psyche kaputt. Mhm. Und deshalb musst du immer wieder Schritte von dem weggehen, weil du brauchst deine Psyche, um körperlich richtig wieder auf die Beine zu kommen. Das ist wichtig. Ja. Und du hast so viel geschafft. Nochmal, Kompliment. Ich kann das ja nur hauchdünn erahnen, was du durchgemacht hast. Ja. Liebe Silke, ja. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Du. Wenn du gerne möchtest, kann ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin jetzt anbieten. Ja, kannst du mir ruhig. Ich kann jetzt nicht schlafen. Genau, das machen wir. Also dann legst du bitte auf und die Anja ruft dich zurück. Alles klar, dankeschön. Alles Gute, ne? Tschüss. Auch gut, tschüss. Und weiter geht es mit der Greta. Und Greta ist 67. Guten Morgen, Greta. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Was hat dir die Augen geöffnet? Das war nach dem Tod meines Mannes. Da wurde mir gesagt, dass mein Mann zu Nutten ging. Ich hatte das vorher schon vermutet. Wann ist der Mann gestorben? 2003. Ja. Und du hattest das vermutet? Warum? Ja, da gab es so eine Sache, weil ein Freier bei einer Nutte irgendwelche Schulden eintreiben wollte und hatte dann in dem Heft von der Nutte die Telefonnummer, die Diensttelefonnummer von meinem Mann gesehen. Mhm. Und hatte dann irgendwie rausbekommen, wie seine Heimadresse war. Und du kanntest diesen Freier, oder wie? Nein, absolut nicht. Nein, ich kannte dich nicht. Nee, aber wie ist das denn an dich dann herangekommen? Ja, das weiß ich nicht. Ja. Das war mir eben halt so unbekannt und deshalb habe ich das erstmal gar nicht geglaubt. Ja. Aber das ging nachher so weit, dass es polizeikundlich war und mein Mann dahin musste. Ja. Ja, weil er wirklich da war. Also, aber es kam dann endgültig erst raus, als er verstorben war. Nein, das war vorher. Also, weil ich habe es gerade so verstanden, dass du es so gesagt hast, dass nach dem Tod. Ja. Er hat das aber abgestritten. Du hast ihn noch konfrontiert mit diesem Wissen und er hat es abgestritten. Er hat es abgestritten. Ja. Er hat gesagt, also von seinem Telefon hätten andere Kollegen vielleicht telefoniert. Ja. Er wäre das nicht gewesen. Weißt du denn, wie oft oder über wie viele Jahre er das gemacht hat? Nein, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Das weiß ich nicht. Jetzt ist er im Jahre 2003 gestorben, sagst du. Mhm. Wie war denn das für dich jetzt oder wie ist es für dich heute, wenn du das so im Rückblick siehst? Du weißt nicht, wie lange dieser Mann dich betrogen hat. Wie denkst du über ihn und das, was er getan hat?
mit einer unheimlichen Wut. Mhm. Mit einer unheimlichen Wut. Aber was mich am schlimmsten betroffen hat, das war, dass nach meinem Tod Bekannte... Nach seinem Tod? Nach seinem Tod mhm. Bekannte mir gesagt haben, der war bei Nutten. Mhm. Dass die das wussten. Dass die das auch wussten. Mhm. Dass die das wussten. Aber wie gehässig wiederum auch von Bekannten, dir das so direkt nach dem Tod ins Gesicht zu sagen. Ja, ja, ne? Genau. Also wie war denn so überhaupt die Ehe? Wie lange wart ihr verheiratet? 40 Jahre. 40 Jahre. Wie war die Ehe, wenn du so Resümee ziehst? Das war ewig ein Kampf. Mhm. Das war wirklich ewig ein Kampf. Und ich habe mir immer gesagt, solange... wie Gott es will. Mhm. Ja. Also es war keine glückliche Zeit. Es waren gute Zeiten, auch. Auch. Mhm. Auch. Mhm. Aber es war auch schlimm. Mhm. Sehr schlimm. Also Kampf heißt immer Stress, Streitereien. Gab es auch Gewalt in der Ehe? Auch. Auch? Ja. Hat dich geschlagen? Ja, auch. Oft? Nein. Nein, das war nur einmal. Einmal, ja. Einmal ist zu viel. Und zwar war das wohl in einer Zeit gewesen, wo er wohl wieder mit einer Bekannten eine Liaison hatte. Ach so, es gab nicht nur Prostituierte, sondern auch noch irgendwie andere. Ja, ja, das war, bis ich ihm gesagt habe, hör mal, du machst alle Freundschaften kaputt ja. durch deine Liaison. Mhm. Und dann hat er das nicht mehr gemacht und dann ist er zu Nutten gegangen. Als dein Mann gestorben ist, da wusstest du das ja schon, wie du gerade erzählt hast, überwog da mehr die Wut auf ihn oder dann doch die Trauer? Das heißt, nein, das war die Trauer. Da war schon die Trauer? Das war das absolut schon. Die Trauer. Und ich bin mit allem durchgegangen, ist ja ein Krebs gestorben, Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Mit allem, ich habe gelitten und alles mitgemacht. Ich habe ihn ja immer geliebt. Mhm. Hat er denn auf dem Krankenbett, vielleicht sogar auf dem Sterbebett, dich nochmal um Verzeihung gebeten? Nein, er hat nur gesagt, zur Reue ist es immer zu spät. Naja, aber das heißt, er hat sich schon Gedanken gemacht, ne? Ja, aber er hat nie was eingestanden. Mhm. Wobei das ein falscher Satz ist. Für die Reue ist es nie zu spät. Nie, finde ich. Ja, ja, aber das hat er im Beisein unserer beiden Kinder gesagt. Mhm. Zur Reue ist es immer zu spät. Die Kinder sind wahrscheinlich erwachsene Leute mittlerweile ja, schon. Ja. Ja. Die haben das auch erfahren dann, dass ja, der Vater... Ja, die waren dabei. Wie denken die darüber, was der Vater gemacht hat? Die haben das erstmal richtig erkannt. Ich habe es erstmal gedacht, das wäre an die Kinder gerichtet. Hm. Aber die Kinder haben gemeint, das war, was er mir angetan hat. Denken Sie auch eher kritisch über den Vater heute? Das ist unterschiedlich. Mhm. Die Tochter war mehr vaterbezogen und der Sohn ist mehr mutterbezogen. Ach so, ist das gemischt, ja. Mhm. Wie ist denn das? Gehst du heute ab und zu zum Friedhof? Ich gehe zum Friedhof, aber ich mache nur das Grab sauber. Mhm. Wenn du vor dem Grab stehst, du machst es nur sauber. Das ist quasi wie ein kleiner Garten, eine größere Bedeutung hat das Grab nicht für dich. Mhm. Nee, wenn ich mit ihm rede, rede ich mit seinem Bild, hier zu Hause bei mir. Ach so, das tust du dann schon. Mhm. Ja. Schimpfst du mit dem Bild? Rede ich mit dem Bild, mhm. aber nicht mit dem Grab. Also das kann ich nicht. Ich konnte als Kind noch nicht mal vom Weihnachtsbaum singen und den Weihnachtsbaum ansingen. Ah, ja. Tut mir leid, also das kann ich nicht und das kann ich nicht. Wenn du heute mit dem Bild sprichst, mit der Fotografie, schimpfst du dann auch schon mal mit ihm? Aber heftig. Mhm. Mhm. Dann schimpfe ich heftig. Weil die Verletzung so tief sitzt. Ja. Verstehe ich. Aber sehr. Mhm. Und dann denke ich mir, was hast du mir angetan? Mhm. Und was hattest du mir sagen wollen? Machst du dir irgendwie auch Vorwürfe, dass du sagst, Mensch, warum habe ich mich nicht, als ich vielleicht 40 war, so von dem Mann getrennt? Ich habe mal geschworen, und das war vom Traualtar, bis der Tod uns scheidet. Mhm. Und danach habe ich mich gehalten. Mhm. Mhm.
Liebe Greta, ich danke dir für deine offenen Worte. Mhm. Und hoffe, dass du einigermaßen das so verarbeiten kannst und diese mit dieser Verletzung aus deiner Vergangenheit, dass sie dir nicht zu sehr die Gegenwart kaputt macht, das will ich damit sagen. Ja. Denn du sollst ja dein Leben genießen noch und nicht von der, dass die Vergangenheit nicht zu sehr rein regiert in die Gegenwart. Ja, das ist das Problem, dass die Vergangenheit mich nie loslässt. Mhm. Das geht immer mit hinüber. Weißt du was, wir rufen dich jetzt auch gleich nochmal an. Ich glaube, das wäre ganz gut. Dann können wir noch ein bisschen reden. Dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir, Greta. Ich danke. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Unser Thema heißt, falls ihr gerade zufällig reingezappt sein solltet, im Radio, im Fernsehen, unser Thema heißt, das hat mir die Augen geöffnet. Gab es ein Ereignis schon mal in eurem Leben, aufgrund dessen ihr gesagt habt, Mensch, ich sehe jetzt die Dinge ganz anders. Ich sehe einen Menschen ganz anders. Ich sehe vielleicht sogar mein eigenes Leben ganz anders. Vielleicht hattet ihr mal einen Unfall oder ein großes Unglück und wertschätzt euer Leben ganz anders und beurteilt vielleicht eure Taten auch ganz anders, die ihr früher zu verantworten gehabt habt. Also 0800 220 5050 und hier ist Käthe. Käthe ist 68. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Käthe. Guten Morgen. Ja, was hat dir die Augen geöffnet? Ja, also es geht hier um ganz was Banales, um den Preis für alte Brötchen aufzubacken. Was? Um den Preis für alte Brötchen aufzubacken? Ja, ich bekam einen Preis, weil ich alte Brötchen aufgebacken und das kam folgendermaßen. Es gab eine Zeit, da ging es mir körperlich und seelisch sehr schlecht. Ja. Und meine Schwester machte mich auf einen Kursus aufmerksam, der mir ihrer Meinung nach helfen würde. Und zwar war das ein Kurs, der von dem Schriftsteller Dale Carnegie abgeleitet war. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir der ein Begriff ist. Mhm. Der hat geschrieben unter anderem das Buch Sorge dich nicht lebe. Ach, der ist das. Ja, natürlich. Ja. Das Buch ist wohl das Bekannteste von ihm. Ja, das ist sehr bekannt, in der Tat. Ja, ich ging also in diesen Kurs und da waren 40 Erwachsene, die das gleiche Problem hatten wie ich. Mhm. Und sagst du mir vielleicht so kurz, was für ein Problem das war? Nein, also nicht. Die hatten alle Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl. Ach so. Die wollten das so etwas aufputzen. Also, verstehe. Mhm. Ja. Und wir saßen da also ganz gespannt. Wir kriegten jede Woche eine neue Aufgabe, die wir in 90 Sekunden bewältigen sollten. Oh. Und in dieser besagten Woche hieß die Aufgabe, was kann ich am besten? Mhm. Ich habe dann gewälzt und überlegt und festgestellt, ich kann überhaupt nichts gut. Mhm. Ich kann von diesem ein bisschen, von jenem ein bisschen, aber nicht so viel, dass ich damit hätte anständig dastehen. Mhm. Und nach Abschluss der Woche fiel mir ein, das, was ich eigentlich am allerbesten kann, sind alte Brötchen ausbacken. In meiner Verzweiflung nahm ich dann eine Plastiktüte, zwei alte Brötchen und ein Schälmesser. Ja. Und ging dann auf die Bühne und 40 Augenpaare sahen mich mit meiner Brötchentüte und haben sich gebogen vor Lachen. Die hingen über den Stühlen und schrien vor Lachen. Ich habe also voller Verzweiflung all meinen Mut zusammengenommen und habe die Geschichte erzählt, wie man alte Brötchen aufbackt. Also du hast es nicht auf der Bühne vorgeführt? Ich habe das aufgeführt. Nein. Das ging nicht. Nur erzählt? Ja, nur erzählt. Ja. Und dabei die Brötchen hochgehalten. Ja. Und dann also die Brötchen aus der Plastiktüte genommen, in der Schnelle aufgeschnitten. Ja. Vorher. Ich kann es jetzt auf die Schnelle gar nicht erzählen, was ich damit gemacht habe. Jedenfalls habe ich es so erzählt, dass ich nach 90 Sekunden fertig war, also dass meine Gäste, die ich dann hätte, ganz frische, aufgebackene Brötchen kriegten. Und die Leute haben applaudiert da? Die Leute waren danach, nach meinem Vortrag, ganz still. Und dann haben die rasend applaudiert. Und ich habe den ersten Preis gekriegt. Super. Das war nur ein symbolischer Kugelschreiber, aber das hat mir so viel Mut gemacht. Ja, verstehe. Und da habe ich festgestellt, es kommt nicht darauf an, was man tut, sondern wie man das tut. Sehr schlau. Das hat mir ganz, ganz viel Selbstwertgefühl gegeben und hat mich bis heute darin bestärkt und es geht mir sehr viel besser. Wie viele Jahre liegt das zurück? Das liegt 20 Jahre oder 5, ja, 20 Jahre zurück. 20 Jahre zurück. Ja. Und das hat, bis heute wirkt das so nach. Das wirkt so nach und ich hatte viele einschneidende Erlebnisse im Laufe meines Lebens.
Aber dieses war eins davon und das hat mir ganz, ganz viel Freude. Ist schon verrückt, ne? So eine, eigentlich so eine kleine Geschichte, wie man Brötchen aufbackt, hat so eine Wirkung bis ins Alter hinein. Dann. Ja, so ist das ganz genau. Ja, das wollte ich. Toll, ja, wirklich toll, toll. Ja. Ich finde es auch toll, dass du überhaupt da hingegangen bist. Das ist ja auch schon mutig. Das war der Mut der Verzweiflung. Ich dachte, ich muss was tun, sonst gehe ich unter. Ja, manche Leute trauen sich dann aber eben auch nicht mal in so eine Gruppe zu gehen. Ne? Das ist richtig. Ja, also Mut hatte ich schon immer und das werde ich auch behalten bis ans Ende meines Lebens. Kannst du sagen, was du dann selbstbewusster angegangen bist? Alles, was ich für die Zukunft gemacht habe. Mhm. Ich habe mir einen kleinen Beruf gesucht, eine Stundenarbeit und auch jetzt noch als Rentnerin bin ich tätig, mache dieses, mache jenes, bin tätig bei allen Leuten und so weiter. Ja. Und mein Leben ist ausgefüllt, ich fühle mich wohl. Perfekt, das ist ja sehr schön, das auch mal zu hören. Ja. Freue ich mich sehr. War die kleine Ursache und die große Wirkung. Aber hallo. Ja, manchmal sind es ganz kleine Sachen. Ja. Manchmal sind es nur Sätze, die vielleicht ein Mensch zu einem sagt, die begleiten einen das ganze Leben oder die krempeln einen völlig um. Ja. Ohne, dass der Mensch das vielleicht sogar gewollt hätte. Ganz genau. Ja, es wird einem alles erst viel später bewusst. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Toll, schöne Geschichte. Freue ich mich sehr für dich, dass das so gelaufen ist, Käthe. Ja. Und freue mich sehr, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Ja, und ich bedanke mich, Domian. Ich sehe deine Sendung fast jede Nacht. Das ist schön, das freut mich. Das ist ganz toll. Das tolles ist Kompliment. Eine Nachtruhe wert. Sehr ein nettes Kompliment. Dankeschön, Käthe. Herzlichen Dank. Ja, tschüss. Danke. Tschüss, Domian. Jo, tschüss, Käthe. Marie ist hier. Wie alt? Nee, Marie ist nicht mehr da. Ich wollte fragen, wie alt die Marie ist. Mit wem machen wir denn dann jetzt mal weiter? Nehmen wir doch mal den Marcel. Und Marcel ist 24. Hallo Marcel. Hallo. Hallo Marcel. Hallo Ufa, es geht darum, ich habe damals eine schlechte Erfahrung gemacht und ich habe schon seit 6 Jahren oder 7 Jahren eine Drogenkarriere hinter mir. Mhm. Und ich sag mal so, ich bin in so einem reingefallen mit 13, 14. Mhm. Hast du die schlechte Erfahrung, aufgrund der schlechten Erfahrung bist du in die Drogen reingekommen? Ja, genau. Was also, war das für eine schlechte? Ja, so, ich sag mal, durch falsche Freunde. Ja. Durch falsche Freunde und so. Und ich sag mal, ich hatte eine Freundin kennengelernt, die habe ich selber mal aus dem Drogensumpf befreit, obwohl ich selber noch da drin war. Mhm. Und ich sag mal, ich habe viel mit Polizei viel zu tun gehabt. Mhm. Und, also wie lange insgesamt? 6 Jahre? 6 Jahre. Und wie sieht es jetzt aus? Und wie sieht es jetzt im Moment aus? Ja, jetzt im Moment, also ich sag mal, ich hatte eine Entgiftung hinter mir. Mhm. Also ich habe vor 2,5 Wochen eine Entgiftung gemacht. Ja. Also ich werde auch anschließend in eine Therapie gehen. Also ich bin jetzt auch, seitdem ich aus der Entgiftung bin, bin ich sauber. Ja. Was hast du denn hauptsächlich konsumiert? Heroin? Nee, Heroin nicht. Also ich hatte überwiegend nur Kokain, LSD, Amphetamine, Ecstasy, Haschisch. Über so einen langen Zeitraum ist natürlich krass. Ja. Wie hast du das denn finanziert? Kokain ist eine sehr teure Droge. Ja klar, also ich sag mal, ich habe auch im Zeitraum, also ich sag mal von 3 Jahren habe ich selber Drogen verkauft. Mhm. Also überwiegend durch meine Eltern. Mhm. Also ich sag mal, was mir auch sehr leid tut. Ja. Und meine Eltern haben darunter sehr gelitten, sag ich mal. Also die waren auch drauf schon dran, sag ich mal, das Handtuch zu schmeißen und haben auch gesagt, also so lange geht das nicht mehr weiter. Mhm. Das heißt ja, unsere Sendung, das hat mir die Augen geöffnet. Was hat dir die Augen geöffnet? Also die Augen, was mir die Augen geöffnet hat, also ich sag mal, ich war am Boden zerstört gewesen und ich habe selber mein Leidensweg gesehen und ich habe eigentlich gesehen, also so kann das Leben nicht weitergehen. Achso, weil du so tief gesunken warst. Genau. Also es hat dir kein anderer die Augen geöffnet, sondern du hast es quasi... Dir selber. Und hast du gemerkt, so kann das nicht weitergehen, entweder gehe ich vor die Hunde... Oder ich verliere meine Familie, mein komplettes Leben und... Ich glaube, das ist die tollste Einsicht, die man haben kann, wenn man drogenabhängig ist, nämlich, dass man das selbst so empfindet. Eben. Dass man so in der Gosse liegt, dass es eigentlich nur noch die Alternative Tod gibt. Oder sich nochmal völlig aufzuraffen. Ja. Wie war die Entgiftung für dich? Die Entgiftung war eigentlich relativ sehr gut. Also ich sag mal, ich habe eine Woche zwar Schwierigkeiten gehabt, ne, aber ansonsten, also ich sag mal, ich habe da wirklich viele Leute kennengelernt, also die auf andere, härtere Sachen waren. Mhm. Und die haben mir eigentlich gesagt, bei mir ist das nur Kopfsache und ich habe auch viel mit Psychologen geredet. Mhm. Also jeden Tag fast 3 bis 4 Stunden.
Ist das denn jetzt zum ersten Mal, dass du so einen Anlauf nimmst und Versuch machst? Genau, das ist das. Du hast gerade, das habe ich nicht verstanden, so eine Andeutung gemacht, du hattest meine Freundin, die hatte ich auch versucht rauszuholen, oder? Ja, genau, also die hat genau den gleichen Leidensweg hinter sich, genauso wie ich, also ich sag mal genau die gleiche Partie wie ich. Ja. Und ich hatte ihr zweimal die Hilfe angeboten, wo ich klar geworden bin, also wo ich gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe ihr zweimal die Hilfe angeboten und sie hat die Hilfe mit Füßen getreten. Achso, das heißt die Freundin, die ist noch gar nicht, das ist noch gar nicht lange her. Nee, das ist noch nicht lange her. Also ich sag mal, da ist mal gerade anderthalb Monate oder zwei Monate her. Und sie hatte mir gesagt, also sie bräuchte keine Hilfe und sie wird das so schaffen. Und da habe ich gesagt, ich sag, wo ich in dieser Entgiftung war, habe ich ja mit ihr auch ein Telefonat geführt und da habe ich auch zu ihr gesagt, ich habe hier Psychologen sitzen, ich sag, die machen ihr Handwerk schon 20 Jahre lang. Ich sag, und da kannst du mir nicht erzählen, ich sag mal, da du mir jetzt auf einmal erzählen kannst, so, dass das von heute auf morgen geht und du kannst Nein sagen. Aber du kennst es ja von dir auch, dass man, wenn man in Phasen ist, in einer Abhängigkeit, da ist man nicht erreichbar. Da kann der andere noch so viele kluge Sachen sagen. Du wischst es immer weg. Lass uns über dich noch weitersprechen. Wie ist dein weiterer Plan? Was willst du in der nächsten Zeit machen? Also ich habe mir erstmal zum Vorteil genommen, also ich gehe jetzt, sag ich mal, regelmäßig im Fitnessstudio. Also damit du körperlich auch wieder... Körperlich fit werde. Also ich werde meinen Hauptschulabschluss nachmachen. Also gibt es auch nichts bisher? Nö. Ja, das sind alles gute Pläne, dass du körperlich auf die Füße kommst, dass du einen Schulabschluss hast. Gibt es dann so Träume, vielleicht irgendwie eine Lehre zu machen, eine Ausbildung? Ja, genau. Also ich sag mal, mit einem Hauptschulabschluss kann man ja nicht viel erreichen. Also ich habe gesagt, wenn man einen Hauptschulabschluss macht, dann werde ich es vielleicht im Angriff nehmen, erstmal einen Realabschluss zu machen. Ja. Ich sag, werde ich auf jeden Fall versuchen, noch eine Lehrstelle zu kriegen. Mhm. Ich hatte damals, also zwei Monate vor meiner Endprüfung, ich habe schon mal eine Lehre gemacht als Dachdecker. Die habe ich zwei Monate vor der Endprüfung geschmissen. Halt wegen dieser ganzen Drogengeschichten. Und ich sag mal, dadurch habe ich mir eigentlich gesagt, na, so kann das Leben nicht weitergehen. Also ich möchte nicht irgendwann mal ganz irgendwo in der Gosse liegen. Also Marcel, Respekt. Das finde ich toll, was du da gemacht hast. Und das ist sicher noch ein schwerer Weg, der jetzt vor dir liegt. Ja, klar. Aber es ist ein hoffnungsvoller Weg. Ja, der andere Weg, der hätte eben nichts geendet. Nee. Das wäre gar nichts mehr gewesen. Nee, weil ich hatte ja auch zu meiner Freundin gesagt, also ich hatte ja ihr zweimal die Hilfe angeboten, dass sie mit in eine Entgiftung kommt und eine Therapie macht. Und sie hat mit Händen und Füßen getreten. Ist denn jetzt die Beziehung beendet? Ja, die ist beendet. Also ich habe da einen Strich drunter gezogen, weil ich habe gesagt, ich lasse mich nicht mit runterziehen. Ist auch das Beste, glaube ich. Ja, ist auch das Beste, ja. Und sie hatte mir auch gesagt, sie braucht sowas nicht. Und daraufhin habe ich gesagt, ich sage, wir werden sehen. Ich sage, wer früher oder später in der Gosse landet. Marcel, ich finde toll, was du gemacht hast und wünsche dir richtig, richtig Kraft, dass du weiter jetzt kämpfst, dass du Muckis bekommst und dass du den Hauptschulabschluss kriegst und dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Alles Tschüss. Klar, danke, Domian. Tschüss. Und hier ist ja Olli. Olli ist 34. Guten Morgen. Hallo Olli. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo. Ich habe erstmal eine Frage an dich und bitte. Zwar bekomme ich mit, dass dich so viele Zuschauer, die nennen dich ja Domian, das ist ja dein Nachname. Ja. Würdest du eigentlich lieber mit Jürgen oder mit Domian angeredet werden? Es ist mir eigentlich egal. Es ist so halb-halb. Die Hälfte der Leute reden mich auch im privaten Kreis mit Domian an und die anderen mit Jürgen. Wie es einem so besser über die Lippen geht. Also mach, wie du möchtest. Das ist also so eine Art Spitzname dann auch. Ja, aber es gibt ja auch als Vorname Damian und Demian und so. Ja. Und dadurch ist das schon okay. Und ich habe früher meinen Vornamen nicht so gerne gemocht, deswegen fing das in der Schule mit dem Domian an und da habe ich das mal ganz gern gehört sogar. Ja, mir ist das nur aufgefallen, deswegen wollte ich das fragen. So. Bin jetzt natürlich ein bisschen aufgeregt. Das ist völlig normal, wäre ich auch, wenn ich das du wäre. Ja. Also, das hat mir die Augen geöffnet. Was war es denn bei dir? Genau, also das ist eine Geschichte, die begann eigentlich vor 10 Jahren. Bis dahin war ich eigentlich so ein ganz agiler Mitzwanziger, also völlig im Leben stehend, völlig lebenslustig. Und ich kam dann nochmal auf die Idee, nochmal mein Abitur nachzumachen, also Erwachsenenbildung. Mit 20 ist ja eigentlich nicht so üblich, das ist ja schon,
ja, sag ich jetzt mal, da ist man ja schon ein bisschen älter, das ist ja nicht die normale Zeit, um Abitur zu machen, aber ich habe gesagt, das kann es nicht gewesen sein, ich mache mal noch ein bisschen Schule. Hast du es gemacht? Ich habe es da nicht zu Ende gemacht, und zwar ist mir was dazwischen gekommen. Ich habe dann, um das zu machen, habe ich also gekellnert, und ja, ich habe dann in diesem Café, wo ich gekellnert habe, habe ich also, das war ein Stammgast von uns, habe ich jemanden kennengelernt, der mich betrogen hat. Und das hat mein Leben völlig verändert. Wie betrogen hat? Mit Geld oder was? Wie gesagt, gekellnert, um das alles zu finanzieren. Ich habe ein bisschen BAföG bekommen und das Geld war natürlich knapp. Und dieser Stammgast, der hat mir dann praktisch im Prinzip angeboten, der hatte eine Computerfirma, bei ihm einzusteigen. Ja. Und das hörte sich erstmal alles ganz seriös an. Um da Geld zu machen, mit zu verdienen, um zu jobben da. Ja, ganz genau. Ja. Also um so ein bisschen, also um aus dem, sag ich mal, ich hatte ja mehrere Nebenjobs, ich habe auch noch an der Tankstelle gearbeitet. Ja. Das heißt, ich habe also, wie gesagt, bin bis zur 12 bin ich dann zur Schule gegangen, habe dann also morgens Schule gemacht, ich habe diverse Nebenjobs gehabt, gekellnert. Ja, und inwiefern hat... An der Tankstelle gearbeitet, also ich war 24 Stunden rund um die Uhr immer beschäftigt. Ja. Der hat mir halt angeboten, Mensch, wenn du bei mir arbeitest, kannst du also mit weniger Zeitaufwand... Ja, und inwiefern hat er dich jetzt betrogen? Ja, das stellte sich dann nachher raus, also das war dann so, der suchte im Prinzip jemanden mit einer sauberen Schufa, so eine Art Geldgeber. Ach so. Um wie viel, jetzt gleich mal die wichtigste Frage, um wie viel hat er dich betrogen? Der hatte mich, und man muss ja wirklich berücksichtigen, ich war ja völlig mittellos, ich hatte ja keine Ersparnisse, der hat mich um 100.000 D-Mark... Nein, um 100.000 Mark? Das heißt, der hat dich dann irgendwie als Schuldner irgendwo eintragen lassen oder wie? Ja, das Ganze lief dann im Prinzip so, also wie gesagt, weil er halt Stammgast war so eine gewisse Vertrauensbasis auch da. Und der hat dann halt gesagt, so pass mal auf, wir müssen jetzt hier ein paar Rechner bestellen. Das machen wir natürlich auf Pump, den Erlös, den kriegen wir dann dementsprechend wieder rein. Und sind die auf deinen Namen dann bestellt worden? Die sind auf meinen Namen bestellt worden. Ach so. Ich muss jetzt dazu sagen, also da wird jetzt mancher Zuschauer sagen, mein Gott, ist der naiv. Ich war in der Tat damals, also ich hatte diesem Urvertrauen auch. Ich war völlig naiv und völlig unerfahren. Naja, sowas kann schon passieren, klar. Bereit? So, jetzt hat er dich um 100.000, jetzt hattest du 100.000 Mark irgendwann an der, Mark oder Euro? Das war noch zu dem Markt. Das war noch zu dem Markt. 100.000 Mark an der Backe. Hast du deshalb die Schule abgebrochen dann? Ganz genau. Also das war dann wirklich so. Ich hatte dann diesen Betrag. Also ich muss das wirklich nochmal betonen. Ich war 25, also völlig naiv. Ja. Und es war dann so, das war ein Tag im September 97. Der hatte dann, ich war so ein bisschen misstrauisch. Und der hatte dann gesagt, ich habe ein paar Rechner bei der und der Firma stehen, die werden da verkauft. Mhm. Und weil ich so misstrauisch war, bin ich da hingefahren, habe das kontrolliert. Mhm. Und dieser Firmeninhaber, der sagte mir dann, dass die Rechner da nicht stehen. Und in dem Moment war mir klar, das ist ein Betrüger. Ja. Und dann habe ich weiter recherchiert. Und habe rausgefunden, also auch mit verschiedenen Geschäftsleuten dann in der Stadt gesprochen, die dann mir auch mehr zu dem Typen sagen konnten, dass der, also das stellte sich damals auch raus, der hatte schon eine 500.000 D-Mark Schulden und war also auch in gewissen Kreisen war der wirklich auch bekannt. Hast du den konfrontiert dann mit deinem Wissen? Ja, natürlich. Wie hat er sich... Für mich ist ja erstmal eine Welt zusammen. Ja. Ich habe den dann mit meinem Wissen konfrontiert im Endeffekt und... ja, der war also relativ cool so. Der hatte ja sehr, sehr viel Erfahrung mit solchen Sachen. Das war dem dann scheißegal, ob du sauer bist, oder? So, du sind 10 Jahre vergangen. Sind die Schulden abgetragen? Die Schulden sind mittlerweile Gott sei Dank abgetragen. Und die musstest du wirklich alle, du Mark für Mark, Euro für Euro abtragen? Ja gut, also ich sag mal so, das ist ja so, 97, als ich das dann erfahren habe, ich habe den dann konfrontiert, das hat also alles nicht viel gebracht. Und unser Justizsystem ist da ja auch relativ, die gehen ja relativ cool mit solchen Leuten auch um. Mhm. Also der ist dann auch verurteilt worden übrigens im Jahre 2002, aber der hat eine Bewährungsstrafe bekommen. Man muss sich wirklich mal vorstellen, der hat also wirklich zig Leute betrogen und der sitzt immer noch nicht im Gefängnis, dieser Mann. Und du musstest das Geld zahlen. Auf heller und pfennig. Auf heller und pfennig. Du hast die Sendung, das hat mir die Augen geöffnet. Inwiefern hat dir das wie die Augen geöffnet? Ja, also ich muss sagen, dass ich also vor diesem Tag
Das ist so ein bisschen, das ist so ähnlich wie bei dir. Ich habe dich letztens gesehen in Kerner und du sagtest ja, dass bevor du diese Sendung gemacht hast, hattest du auch so ein gewisses Urvertrauen. Mhm. Achso, das heißt, du bist jetzt skeptischer geworden und guckst dir die Leute sehr genau an. Ich jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig geworden bin und auch nicht mehr so ein großes Vertrauen zu den Menschen habe. Ja. Ja, wenn man so reingeritten wird, ist das natürlich auch äußerst übel. Was machst denn du heute beruflich? Also meinen Beruf möchte ich gar nicht so gerne angehen. Nee, okay, musst du auch nicht. Der ist so exotisch, also da würden wahrscheinlich ganz viele Leute sofort wissen, wer ich bin. Ehrlich, so exotisch? Ja, so ein bisschen. Also jetzt machst du mich ja neugierig. Leute dann sofort wissen, wer ich bin. Wie, bist du bekannt? Nee, bekannt bin ich nicht, aber auf jeden Fall den Beruf möchte ich nicht so gerne angehen. Nee, okay, dann will ich dich auch gar nicht drängen, das ist eher eine Sache, dass du das nicht sagen musst. Auf jeden Fall geht es dir heute wieder gut. Auf jeden Fall. Ich wollte nur noch mal ganz kurz darauf eingehen, was das für Folgen hatte. Mhm. Und zwar habe ich dann ja, wie gesagt, erfahren, dass er mich betrogen hat und habe dann erfahren, dass das ein Betrüger ist. Und das hatte ganz, ganz weitreichende Konsequenzen insofern, dass sich mein Leben völlig verändert hat. Inwiefern? Ich bin dann wirklich depressiv geworden auch und bin also völlig abgesackt. Also ich bin da nicht irgendwie drogenabhängig geworden oder so, aber ich habe alles verloren, was ich hatte. Also ich habe meine Wohnung verloren, ich habe jeglichen finanziellen Status verloren. Ich konnte natürlich auch dann dementsprechend nicht mehr diese Schule weitermachen. Mhm. Mhm. Und ich war dann teilweise wirklich auch wohnungslos. Mhm. Und ich war wirklich am Ende. Das heißt, der Wendepunkt, der kam dann praktisch so, ja, ich sag mal so 2000, 2001, dass ich dann gesagt habe, das kann es nicht sein, ich muss mich da irgendwie rauskämpfen. Ja. Und ich hatte das große Glück, ich habe dann also zu der Zeit einen Unternehmensberater kennengelernt, der mir da auch geholfen hat, wie gesagt, diese Schulden teilweise dann zu stunden. Das hätte also sein können. Es hätte also den Rest, also circa 25.000 Euro, den habe ich wirklich von eigener Hand abgearbeitet. Das hätte sein können, wenn du dich nicht am eigenen Schopf herausgezogen hättest, dass du da so seelisch und materiell sowieso untergegangen wärst. Auf jeden Fall. Also das war ein ganz, ganz großer Kraftakt und ich sag mal so, mein Leben, das hing wirklich am seidenen Faden. Was sind das denn für Gefühle heute diesem Mann gegenüber? Der läuft ja noch frei rum. Der läuft immer noch frei rum, ja. Was hast du für ein Gefühl? Der hätte ja fast dein Leben ganz kaputt gemacht. Ja, also Hass habe ich eigentlich nicht mehr. Also das war mal eine Zeit, da hatte ich unheimlichen Hass auf diesen Mann, aber mittlerweile ist das eigentlich nur noch Mitleid. Für mich ist das eine kranke Persönlichkeit. Mhm. Und irgendwie tut mir der Mann einfach leid, weil der wird wahrscheinlich immer so weitermachen bis zu seinem Lebensende. Bist du dem nochmal begegnet, zufällig irgendwo? Nur bei der Gerichtsverhandlung. Der ist ja, wie gesagt, 2002 oder 2003, das weiß ich gar nicht mehr genau, da ist der dann verurteilt worden. Da habe ich ihn nochmal gesehen bei Gericht. Ja. Also, das kann ich auch, wie gesagt, gut nachvollziehen, dass man dann kritischer und skeptischer wird. Natürlich darf man das auch nicht dann überzeichnen, dass man nun in jedem Menschen quasi nur das Negative sieht. Das darf ja auch nicht sein. Nein, das tue ich auch nicht. Aber ich bin natürlich gerade in diesem Bereich jetzt natürlich sehr, sehr kritisch, was andere Menschen betrifft und sehr, sehr vorsichtig geworden. Mhm. Auf der anderen Seite, und das möchte ich eigentlich wirklich nochmal jetzt so als Fazit wirklich auch nochmal ganz klarstellen, ich habe durch diese Sache viele Freunde verloren, ich wohne in einer neuen Stadt, ich habe jetzt praktisch ein ganz neues Leben in einer neuen Stadt mit neuen Freunden und genieße mein Leben sehr und möchte einfach wirklich nochmal betonen, dass also im Endeffekt ich jetzt alle Dinge, ob das jetzt irgendwie das Wohnen ist, die Arbeit, die Freunde, dass ich jetzt alles doppelt so stark genieße wie früher und ich möchte also wirklich auch nochmal an... Also hat das auch noch einen positiven Effekt gehabt? Bitte? Also hat das auch einen positiven Effekt gehabt? Auf jeden Fall. Ja, ich will wirklich nochmal so als Fazit an alle Zuschauer appellieren, denen es wirklich schlecht geht, dass sie also dann wirklich auch, und wenn es ihnen noch so dreckig geht, nicht aufgeben sollen, sondern sich wirklich versuchen, aus der Situation zu befreien. Mhm. Man versteht manchmal wirklich erst viel, viel später, warum das einen Sinn gehabt hat. Ne? Und das ist einfach nochmal so ein Appell an die Leute, die jetzt zuschauen, denen es wirklich schlecht geht. Ja. Lieber Olli,
Danke für den Anruf. Ja. Ich freue mich, dass es dir wieder gut geht und dass du es geschafft hast. Ja. Und toi 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 für alles Weitere. Und ich bin ja irgendwie irre interessiert, was du da machst, aber das lassen wir jetzt sein. Das kann ich dir ja mal vielleicht so mal auf einem anderen Wege. Ja, vielleicht, genau, machen wir das so. Alles Gute, Olli. Kannst du mir noch ein Autogramm schicken? Ja, bitte, dann rufen wir dich nochmal an und wegen deiner Anschrift, ja? Alles klar. Okay, tschüss. Danke dir, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einem offenen und freien Thema.